Meine Damen und Herren, wir sind bei der Besprechung von elektrischen Strömen und haben vorige Woche begonnen, einige wichtige Grundbegriffe zu erläutern, wie die Stromdichte und die Stromstärke. Dann haben wir die Gleichung für die Ladungserhaltung, also die Kontinuitätsgleichung für Stromdichte und Ladungsdichte besprochen, also schon einige Voraussetzungen. Und jetzt geht es also darum, dass Ströme ja auch im Allgemeinen wodurch fließen werden. Man kann zwar auch die bewegten Elektronen in einer evakuierten Röhre betrachten, das ist auch oft interessant, aber meistens die Ströme, die mit denen wir zu tun haben, die fließen durch Leiter und in den meisten Fällen, die praktisch relevant sind, durch metallische Leiter. Wir werden im etwas mehr Detail darüber sprechen, wenn wir dann die konkreten Leitungsmechanismen näher erläutern, in Metallen, in anderen Festkörpern, in Flüssigkeiten und in Gasen. Aber jetzt wollen wir zunächst einmal ein wichtiges Gesetz besprechen, das wir bereits am Donnerstag angesprochen hatten, nämlich das Ohmsche Gesetz. Was wir da schon am Donnerstag besprochen hatten, ist, dass man davon ausgehen kann, dass die Stromdichte in einem Leiter proportional sein wird zu der angelegten elektrischen Feldstärke, weil eben die Leitungsladungen, in den Metallen sind das Leitungselektronen, ansonsten können das auch zum Beispiel in Elektrolyten dann Ionen sein, also die bewegten Ladungsträger im Allgemeinen werden sich so bewegen, wie es dem angelegten Feld entspricht. Weil die Feldstärke beschreibt ja die Kraft auf die Ladungen und daher diese Bewegung. Und dieser Zusammenhang lässt sich einer sehr einfachen Weise in Form des sogenannten differenziellen Ohmschen Gesetzes darstellen. Die Stromdichte ist proportional zur elektrischen Feldstärke. Der Proportionalitätsfaktor ist elektrische Leitfähigkeit. Und jetzt werden wir von dieser differenziellen Gesetzmäßigkeit auf eine integrale Gesetzmäßigkeit übergehen. Es sind zwar oft die differenziellen Gesetzmäßigkeiten die grundlegenderen und die lassen sich dann auch im Zusammenhang mit Differentialgleichungen dazu verwenden, sehr allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu untersuchen. Aber für praktische Anwendungszwecke, wo man halt ganz gerne eine Formel hat, in die man gleich einsetzen kann und entsprechend brauchbare Ergebnisse erzielen kann, die man auch wieder gleich mit irgendwelchen Messungen vergleichen kann. Also das, was ja letztlich Sinn physikalischer Überlegungen ist, dass man solche Vorhersagen macht, da sind oft integrale Gesetzmäßigkeiten die praktischeren. Wir hatten das auch schon in der Elektrostatik gehabt. Das Gaußsche Gesetz ist ein äußerst praktisches Gesetz, wo da integrale Ladungsmengen und ein endlicher Raum, wo der von einer Fläche umschlossen wird, betrachtet wird, während das differenzielle Gesetz, diese eine Maxwell-Gleichung, Divergenz E ist gleich Rho durch Epsilon 0, ist sehr fundamental, aber die kann man nicht so unmittelbar gleich verwenden. Da muss man erst was draus eben ermitteln und das ist also hier ähnlich. Also wir gehen zu einer integralen Gesetzmäßigkeit über und da machen wir natürlich, das muss man dann immer natürlich besprechen, eine Annahme. Wir betrachten einen zylindrischen und homogenen Leiter. Also so etwas. Na, schreiben wir mal so. Und dann ist der da hinten unsichtbar. So. So schaut so ein Leiter aus. Braucht nicht geradlinig sein. Also natürlich, wenn ich sage zylindrisch, denke ich an einen geradlinigen Zylinder, aber der kann durchaus auch
gekrümmt sein. Da hat er eine Querschnittsfläche und er hat eine gewisse Länge. Also der Leiterquerschnitt ist A. Und L, groß L, ist die Länge des Leiters. Ja, das ist also so ein Kupferdraht zum Beispiel, wie man den heute in der Praxis verwendet. Und da können wir jetzt natürlich sofort aus diesem differenziellen Ohmschen Gesetz ein integrales Gesetz herauslesen, wenn wir einfach mit der Leiterquerschnittsfläche multiplizieren. Also Multiplikation mit A. Und da gehen wir dann auch gleich über zur der Schreibweise mit Beträgen und kriegen dann also J mal A ist gleich Sigma mal A mal E. Naja, also der Flächenvektor wird da hier etwa so gerichtet sein, in einer Richtung da hinein, das A-Pfeil und der Stromdichtevektor auch, die sind parallel oder antiparallel, je nachdem, wie man es anschreibt, aber jedenfalls ist das Skalarprodukt J-Pfeil mal A-Pfeil auch gleich dem Produkt der Beträge. Also kommt man auf eine so einfache Beziehung, wobei J mal A natürlich einfach die Stromstärke ist. Stromdichte ist ja Strom pro senkrechte Querschnittsflächeneinheit und wenn man das also dann mit der Querschnittsfläche multipliziert, kriegt man den Strom in Ampere als Ladung, die also pro Zeiteinheit durch den gesamten Querschnitt A hindurchtritt. Na und auf der anderen Seite, was haben wir da? Da steht E drinnen. Und E ist natürlich so ähnlich, wie wir das auch bei dem Kondensator kennengelernt haben, U durch L. Längs dieses Leiters breitet sich ja im Leiter das Feld aus und die Feldstärke ist Spannung durch Länge oder anders gesagt, Spannung ist Feldstärke mal Länge. Spannung war ja eben die Arbeit pro Ladungseinheit und das ist Kraft pro Ladungseinheit mal Weg. Und das ist also dann E mal L. So kommen wir auf diese Beziehung und da sieht man also jetzt schon, dass wir da eine Beziehung haben, wo I gleich ist und da bleibt also stehen Sigma mal A durch L mal U. I ist gleich Sigma mal A durch L mal U. Nun, wenn man sich das hier anschaut, das ist für einen Leiter mit einer bestimmten Länge, Querschnittsfläche und Leitfähigkeit eine Konstante. Also kriegen wir hier einen einfachen Zusammenhang zwischen dem Strom und der Spannung und das ist das berühmte Ohmsche Gesetz, dass man in verschiedenen Versionen aufschreibt, dieses Ohmsche Gesetz, oft auch um es von dem zu unterscheiden, das integrale Ohmsche Gesetz, aber das ist dann meistens holprig, wenn man dann, das kommt so oft vor, wie man integrales Ohmsche Gesetz. Also wir bleiben dabei, das ist jetzt einmal das Ohmsche Gesetz und das schreiben wir meistens in der Form U ist gleich I mal R. Und Sie sehen schon, da kann man dann gleich erkennen, was dieses R hier bedeuten soll. Wir nennen R den Widerstand. Und wenn wir das hier vergleichen, U ist gleich I mal R, das ist dann der Reziprokwert hier. Dieses R ergibt sich für den Fall eines zylindrischen
Leiters mit Leiterquerschnitt L und A und Länge L als L durch Sigma mal A. Das ist also der Zusammenhang zwischen der Leitfähigkeit Sigma und dem Widerstand R. Das ist, glaube ich, alles völlig klar. Je größer die Leitfähigkeit ist, desto kleiner wird der Widerstand sein. Je länger der Leiter ist, desto länger wird auch sein Widerstand sein. Und je größer seine Querschnittsfläche ist, desto geringer wird sein Widerstand sein. Also ich finde, das ist eine von den Beziehungen, die man sich eigentlich gar nicht auswendig merken braucht, sondern das ergibt sich praktisch schon aus der Anschauung. Und wir haben es aber hier auch direkt aus dem differentiellen Ohmschen Gesetz herleiten können. Die Einheit des Widerstandes oder die Dimension ist also, wie man es hier am besten sieht, U durch I. Also das heißt hier Volt durch Ampere. Und weil das so häufig vorkommt, nennt man das auch Ohm. Naja, nach dem Ohmschen Gesetz, weil der Herr Ohm eben sich um diese Dinge seinerzeit sehr verdient gemacht hat. Also Volt durch Ampere ist einfach gleich Ohm. Wir hatten am Donnerstag Siemens, das war das Umgekehrte im Wesentlichen, und hier aber viel häufiger in Verwendung ist dieses Ohm als Einheit für den Widerstand. Jetzt haben wir das natürlich hier beschränkt auf Leiter mit bestimmtem Leiterquerschnitt, die entweder zylindrisch oder halt so verbogene Zylinder sind. Natürlich kann man auch für kompliziertere Leitergeometrien den Widerstand ermitteln, aber da zeigt sich, das ist dann gar nicht so einfach. Und wenn man also Leiter mit wechselnden Querschnitten hat und ähnliches, dann ist es meistens notwendig, wenn man da zu vernünftigen Ergebnissen kommen möchte, dass man die experimentell dann untersucht. Also bei komplizierteren Geometrien kann man nicht unmittelbar aus dem Wert von Sigma, was ja charakteristisch für das Material ist, aber nicht für die Form des Leiters, während da geht ja über L und A noch Länge und Querschnitt des Leiters ein. Wenn das komplizierter ist, dann kann man das nicht unmittelbar aus Sigma berechnen, sondern bei komplizierteren Leitergeometrien muss in vielen Fällen eine separate Messung durchgeführt werden, eine empirische Messung des Widerstandes R, und es geht nicht unmittelbar aufgrund der Kenntnis dieser Leitfähigkeit. Aber eine Sache möchte ich besonders in den Vordergrund stellen. Also das mit den komplizierten Leitergeometrien muss man schon sagen, damit man halt weiß, dass dieses Ohmsche Gesetz eben wirklich nur auf so einfache Geometrie beschränkt ist in der Form, wie es da steht. Insbesondere diese Gleichung geht nur für sowas Schönes da, nicht? Aber das ist ja auch in den meisten Fällen der Fall. Also Sie haben selten Situationen, wo plötzlich dann die Leiter stark den Querschnitt und die Form oder sonst was ändern. Also in den allermeisten Fällen kommt man mit dem gut durch. Was ich aber hier jetzt noch besonders betonen möchte, ist, dass wir hier also einen Leiter betrachten, durch den eben Strom fließen kann. Da hatten wir in der Elektrostatik gesagt, in Leitern werden sich die Situationen immer so einspielen, dass es dann innerhalb des Leiters keine Potentialunterschiede geben kann. Denn würde es die geben, dann würde es ja zu Ladungsverschiebungen in dem Leiter kommen, solange bis es zu einem Gleichgewicht, zu einem statischen Gleichgewichtszustand kommt. Hier haben wir jetzt einen wichtigen Unterschied. Nachdem wir da an so einen Leiter eine Stromquelle oder eine Spannung hier jetzt einmal an den Enden anlegen, erzwingen wir einen Ladungstransport. Das ist dann keine elektrostatische Situation mehr. Und daher kann es natürlich durchaus sein und wird auch so sein, dass
längs. Es gibt also daher einen Spannungsabfall. Längs eines stromdurchflossenen Leiters. Und das kann man sich in der Form eines Schaltbildes sofort klar machen, wenn man also da eine Spannungsquelle mit Plus und Minus an eine Kette von Widerständen anschließt, die Spannung hier sei zum Beispiel U und da haben wir R1, R2, R3 und da habe ich noch einen vierten hergezeichnet, dann wird diese Spannung an den Enden der gesamten Widerstandskette liegen. Das heißt aber, dass abschnittsweise die Spannung, das Potenzial hier abfällt über die ganze Länge dieser Widerstandskette und man hat etwas, was man einen Spannungsteiler nennt. Und die Summe aller Spannungen hier muss dann dieser Gesamtspannung gleich sein. Also ein Leiter, wo eben trotzdem sein Leiter ist, längs des Leiters eine Potentialdifferenz auftritt und diese Potentialdifferenzen äußern sich hier als Spannungen. Und genau eine solche Anordnung hat der Herr Litschauer für uns vorbereitet und wir können uns das jetzt anhand dieser Anordnung da anschauen. Da sehen Sie, hier sind drei Widerstände. Schiebewiderstände, die man sogar verändern kann, aufgebaut und die liegen an einer Spannungsquelle von dem einen Ende durchverbunden bis zum anderen Ende. Mit diesem Voltmeter hier, das ist also ein Indikator für den für den Potentialabfall zwischen zwei Punkten, also die Spannung, mit diesem Voltmeter können wir den gesamten Spannungsabfall längs dieser drei Widerstände anschauen und diese drei Voltmeter hier sind jeweils zwischen den, also an den Enden jeweils eines solchen Widerstandes angelegt. Das heißt, diese Spannungen, die mit den blauen Voltmetern gemessen werden, entsprechen diesen Teilspannungen an den Enden dieser Widerstände, während das rote Voltmeter zeigt die gesamte Spannung, die angelegt ist für Sie. Und wir schauen uns an, wie sich also hier jetzt diese Situation darstellt, wenn wir eben eine gewisse Spannung an die Enden anlegen. Und was Sie sehen, ist hier also, die gesamte Spannung, sehr schön hier vorbereitet, sind gerade 10 Volt zwischen dem ersten Anfang und dem letzten Ende dieser Widerstandskette. Und die Widerstände sind jetzt so gewählt, dass am ersten Widerstand 4 Volt abfallen, am zweiten wieder 4 und am dritten 2. Und 4 und 4 ist 8 und 2 ist 10 und das entspricht der Gesamtspannung 10. Also das wird Ihnen völlig einfach vorkommen, aber das ist es also, was man eine Widerstandskette nennt oder auch einen Spannungsteiler. Weil auf die Art und Weise kann die Spannung, die da von dieser Stromquelle oder Spannungsquelle herkommt, in mehrere Teile aufgeteilt werden. Ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen, so einfach wie das hier ist, ist nicht in allen Fällen. Wir werden etwas später, wenn wir dann mit zeitabhängigen Strömen uns vertraut machen, Wechselstromkreise betrachten. Und da werden Sie dann sehen, dass in einer ganz ähnlichen Anordnung, das werden wir allerdings, glaube ich, nicht in der Vorlesung, sondern nur in den experimentellen Methoden machen, aber das sind sowieso die meisten von Ihnen, dass man in einer ganz ähnlichen Anordnung dann sieht,
dass sich das nicht so einfach addiert, weil bei Wechselströmen andere Effekte auftreten, die bei Gleichströmen noch keine Rolle spielen. Aber jetzt sind wir noch in der gemütlichen, einfachen Welt der Gleichströme und da lassen sich diese Spannungen hier so durch Addition zusammenfügen. Vielen Dank, Herr Litschauer. Also das, was wir da hier gesehen haben, ist eine Widerstandskette bzw. ein Spannungsteiler. Eine weitere Sache, die ich bezüglich des Ohmschen Gesetzes mit Ihnen besprechen muss, ist der Umstand, dass natürlich so ein schönes, einfaches, lineares Gesetz sehr häufig in der Natur und auch beim Ohmschen Gesetz nicht über alle Größenordnungen der angelegten oder betrachteten Größen gültig bleibt. Also wenn man zum Beispiel einen Widerstand wählt, der dann, wenn ein entsprechend hoher Strom durchfließt, sich erhitzt, durch die Erwärmung wird sich der Widerstand ändern. Und es zeigt sich bei den metallischen Leitern aufgrund der erhöhten thermischen Bewegung der Gitteratome in den Metallen, kommt es zu einer größeren Behinderung der Leitungselektronen. Die müssen sich da durchwursteln durch diese zitternden Gitteratome des Metalls und der Widerstand wird größer. Und wenn der dann größer wird, dann ist er ja keine Konstante mehr, sodass dann Strom und Spannung nicht mehr zueinander proportional sind. Wenn aber man eine Situation hat, wo also der Widerstand so beschaffen ist, dass er über den betrachteten Bereich sich nicht ändert, dann sollte man schon damit rechnen, dass Spannung und Strom miteinander linear in Zusammenhang stehen. Und da haben wir eine Anordnung, die der Herr Litschauer auch für uns vorbereitet hat, wo man Spannung und Strom, die Abhängigkeit voneinander, mit einem sogenannten XY-Schreiber zeigen kann, während man also die Spannung etwa an dem System ändert. Und dann kann man anschauen, wie sich Spannung und Strom zueinander verhalten. Und das machen wir zunächst einmal für den Fall eines konstanten Widerstandes, der hier durch so einen Schiebewiderstand realisiert ist. Und anschließend dann durch einen Widerstand, der sich bei höheren Strömen aufheizt. Also schauen wir einmal den konstanten Widerstand an und wie sich jetzt Spannung und Strom miteinander in Beziehung setzen und voneinander abhängig sind, wenn man also bei konstantem Widerstand realisiert durch diese Schiebewiderstände, die Spannung verändert und anschaut, was der Strom macht. Sie haben hier einen Motor, mit dem die Spannung verändert wird. Also nicht mit der Hand, sondern mit einem Motor und hoffentlich tut er das also entsprechend gleichmäßig. Was ist los? Hat er das vorher auch so gemacht? Ja, wie ist das dann? Spannung geht ja ganz gleichmäßig hinauf. Naja, also jetzt.
Naja, also es ist zwar etwas verrauscht, das Signal, aber dennoch sehen Sie, dass über den ganzen Bereich das Signal durch eine Gerade recht gut dargestellt werden kann. Also Spannung und Strom sind einigermaßen linear zueinander. Okay, und jetzt schauen wir uns als Zweites an, was passiert, wenn wir nicht so einen konstanten Schiebewiderstand mit konstanter Einstellung verwenden, sondern wenn wir einen Widerstand verwenden, der mit zunehmender Stromstärke dann sich erwärmt, nämlich eine Glühlampe. Und wenn wir die jetzt hineinschalten, statt dieses Widerstandes, werden wir sehen, was wir dann für eine Abhängigkeit haben. Also machen wir das gleiche Experiment noch einmal, aber jetzt mit einem anderen Widerstand. Ein anderer Widerstand jetzt, daher steigt hier jetzt das Signal stärker an, aber mit zunehmendem Strom und zunehmender Spannung erkennen wir jetzt, dass die Kurve abbiegt. Und wenn die Lampe dann zu leuchten beginnt und der Widerstand daher deutlich größer geworden ist, sehen Sie, dass hier die Spannung bereits wesentlich weniger stark sich ändert. Also, Sie sehen hier, dass wir neben der linearen Abhängigkeit, erste Kurve, auch eine gekrümmte Abhängigkeit finden können, eine nichtlineare Abhängigkeit, wenn wir es mit Widerständen stark unterschiedlicher Temperatur zu tun haben. Vielen Dank, Herr Litschauer. Ich möchte noch erwähnen, es ist hier so aufgetragen, dass der Strom senkrecht und die Spannung waagrecht aufgetragen war. Also ich schreibe hier Linearität und wir haben also hier eine Darstellung, wo also auf der waagrechten Achse, auf der Abszisse die Spannung, auf der Ordinate der Strom aufgetragen ist und wenn der Widerstand wirklich linear ansteigt, dann verläuft das so. Wenn hingegen der Widerstand bei zunehmenden Strömen und zunehmender Spannung größer wird, dann bedeutet das, dass diese Kurve hier abzuweichen beginnt und man ein nichtlineares Verhalten findet. Das ist die Sache mit dem Schiebewiderstand und das ist die Sache mit der Glühbirne. Bei zunehmenden Strömen, wenn die Glühbirne immer heißer wird, wird ihr Widerstand größer und bei bestimmter Spannung fließt dann ein kleinerer Strom, als es im linearen Fall der Fall gewesen wäre. Bitte. Also, Sie sehen hier, dass der lineare Verlauf bei unseren Widerständen hier daher kommt, dass sich die Temperatur dieses Widerstandes nicht wesentlich ändert. Wenn man hingegen einen Widerstand nimmt, der bei den entsprechenden Spannungen und Strömen sich dann aufheizt im Zuge dieses Experimentes, dann wird dadurch ein größerer Widerstand entstehen und das bedeutet, dass deshalb diese Abhängigkeit nicht mehr linear ist, weil bei einer bestimmten Spannung dann wegen des größeren Widerstandes ein kleinerer Strom fließt, als er fließen würde, wenn sich die Temperatur nicht ändern würde.
Und was ist jetzt Ihre Frage? Also in diesem Fall zeigt das Experiment, dass der Widerstand größer wird. Und das ist also im üblichen Fall bei metallischen Leitern der Fall. Es gibt natürlich spezielle Leiter, die auch eine andere Temperaturabhängigkeit haben werden. Aber metallische Leiter zeigen im Allgemeinen die Eigenschaft, dass mit zunehmender Temperatur aus dem vorhin erwähnten Grund wegen der stärkeren thermischen Bewegung der Gitteratome der Widerstand zunimmt. Beantwortet das Ihre Frage? Haben wir nicht. Dann geht es vielleicht in der anderen Richtung, ist dann auch nicht linear. Okay, danke. Also, Sie sehen, diese Linearität ist nicht immer gegeben. Und daher ist es auch zweckmäßig, bei den Widerständen jetzt zu unterscheiden. Der elektrische Widerstand R, das ist das, was wir aus dem Ohmschen Gesetz entnehmen, ist U durch I. Das heißt, wenn wir da in dem linearen Bereich uns befinden oder vielleicht hier bei dem Widerstand, bei dem Arbeitspunkt, da haben wir dann hier ein U1 und ein I1 und der Widerstand an dieser Stelle ist dann U1 durch I1. Für den Fall der linearen Abhängigkeit. Ja, U1 durch I1, das heißt, je größer der Widerstand wird, desto größer wird U1 gegen I1, desto flacher wird dann hier die Kurve. Aber man betrachtet dann bei nichtlinearem Verhalten, wenn man sich hier dann hersetzt, auf den Arbeitspunkt, aus praktischen Gründen oft auch die Tangente an diese Kurve, weil einen vor allem interessiert, was tut das System in der unmittelbaren Umgebung des jeweils gewählten Arbeitspunktes bei I1 und U1. Und da kriegen wir dann einen differenziellen Widerstand und das ist dann dU1 nach D, also dU nach dI bei einem bestimmten Arbeitspunkt und das ist dann eben in dem Fall hier ein I1 quer zum Beispiel. Bei I gleich I1 quer. Der differenzielle Widerstand entspricht dem Anstieg der Tangente, der ohmsche Widerstand, der normale, entspricht dem Anstieg der Verbindung zum Ursprung. Und da sieht man deutliche Unterschiede. Also für den Fall des linearen Verlaufes stimmen die beiden natürlich überein. So viel, wenn man es also im Wesentlichen mit einem Leiter zu tun hat. Aber in sehr vielen Anwendungen hat man es mit einem Netzwerk von verschiedenen Widerständen und Spannungsquellen zu tun. Und bei diesem Netzwerk ist es dann natürlich auch notwendig, sich einen Überblick zu verschaffen. Und diejenigen unter Ihnen, die in den experimentellen Methoden sind, haben ja zum Teil sich mit einem solchen Netzwerk schon auseinandergesetzt oder werden es dann in der jetzt laufenden Woche tun in einem Praktikumsbeispiel. Und da gibt es also zwei Regeln, mit denen man das Verhalten von einem solchen Netzwerk von Widerständen und Spannungsquellen in einem Gleichstromkreis sich anschauen kann. Wir sprechen also über Gleichstromnetzwerke.
Naja, da gibt es natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten, wie so ein Netzwerk gestaltet werden kann. Es ist jedenfalls eine netzartige Anordnung von Spannungsquellen und ohmschen Widerständen, die durch Leiter miteinander verbunden sind. Und da gibt es grundsätzlich zwei ausgezeichnete Eigenschaften. Nehmen wir als Beispiel, an dem man das besonders gut erläutern kann, ein Netzwerk, das so in etwa dem entspricht, was Sie sich auch in den experimentellen Methoden im Praktikumsbeispiel anschauen. Da haben wir also zum Beispiel hier eine Spannungsquelle U1. Also ob jetzt die Zahlen alle stimmen, weiß ich nicht. Da haben wir R1. Dann haben wir da ein R3 und dann geht es da weiter zu einem R2 und da noch eine Spannungsquelle, wieder Plus und Minus, das ist ein U2. So kann eventuell ein Netzwerk aussehen. Das ist immer noch kein kompliziertes Netzwerk, aber immerhin ein Netzwerk. Das ist ein Beispiel. In vielfältiger Weise können solche Netzwerke unterschiedlich ausschauen. Naja, und jetzt kommt es eben darauf an, wenn man etwa die Spannungen dieser einzelnen Spannungsquellen hier kennt, samt der Polarität, und wenn man die Widerstände kennt, was werden denn da dann für Ströme fließen? Naja, und da sieht man ja, es gibt hier solche Knotenstellen, Knotenpunkte, wo es zu Abzweigungen kommt. Zwischen zwei Knotenpunkten ist immer ein und dieselbe Stromrichtung. Also das geht zum Beispiel hier weg, da haben wir ein I1, das läuft aber da weiter, ist immer noch I1, wo soll es denn hingehen und kommt da hier wieder zurück, immer noch ein I1. Wobei man jetzt gar nicht so sicher sein kann, ob es wirklich in der Richtung läuft. Aber wenn es in der Gegenrichtung liefe, dann würde es auch überall in diesem Zweig hier in der Gegenrichtung laufen. Wegen der Ladungserhaltung kann der Strom sich ja am Weg zwischen zwei solchen Knotenstellen irgendwie nicht verlieren gewissermaßen. Und entsprechend ist es auch hier. Da kann zum Beispiel hier ein Strom I2 fließen. Der wird dann entsprechend hier sein, I2 und da auch so I2 durch diesen Kreis. Nun, einen Strom I3 wird es in diesem Fall auch geben. Der kann zum Beispiel in diesen mittleren Zweig hier da vielleicht so hinunterlaufen. Also Sie sehen, es ist doch ein wenig komplizierter, als wenn man nur einen ganz einfachen Kreis mit nur einer Spannungsquelle und im Wesentlichen einem Widerstand betrachtet. Und jetzt ist also die Frage, wie kann man, wenn man also die Größen der Spannungen hier kennt, U1 und U2, und wenn man die Widerstände da drinnen, in dem Fall R1, R2, R3 kennt, wie kann man sich da dann, ohne weiteres noch zu machen, unmittelbar ausrechnen, was für Ströme in den einzelnen Zweigen da drinnen fließen werden. Das kann also, wenn das recht komplizierte Leiteranordnungen, größere Netze sind, eine recht formidable Aufgabe sein. Aber generell ist es recht leicht, sich hier den richtigen Überblick zu verschaffen. Denn es ist wesentlich hier sozusagen die topologische Struktur eines solchen Netzes anzuschauen. Einerseits gibt es also Netzknoten, in dem Fall sind es zwei, na, wie bei den Fischernetzen, nicht? Die haben natürlich mehr Knoten, nicht? Aber jedenfalls Netzknoten und andererseits gibt es dann auch Schleifen. Na, wo gibt es denn da drinnen Schleifen? Na, eine Schleife ist zum Beispiel die, die da so herumläuft. Die kann ich, wenn ich will, in der einen oder in der anderen Richtung orientieren, indem ich da so einen Pfeil hermache. Naturgemäß werde ich sie so orientieren, wie ich glaube, dass vielleicht die Stromrichtung da drinnen sich einstellen wird. Aber ganz sicher kann man nicht sein, insbesondere bei dem I3, wenn man sich hier diese Netzanordnung anschaut, ist durchaus nicht klar, in welche Richtung da ein Strom fließen wird.
Nur naturgemäß gibt es eine zweite Schleife, die ist da hier so drinnen einzuzeichnen. Also entlang dieses Bereichs hier eine geschlossene Schleife. Sehen Sie noch eine Schleife in dem System? Das Gesamtsystem. Naja, Gesamt ist eigentlich nicht wahr, weil das beinhaltet dann den mittleren Widerstand nicht. Aber auch da herum, das kann man auch als eine Schleife auffassen. Sie sehen also, wir haben in diesem einfachen Beispiel, und wir wollen also uns nicht weiter mit dem Beispiel aufhalten, das sollte Ihnen nur eine Illustration geben. An diesem einfachen Beispiel sehen Sie schon, es gibt im Allgemeinen einige Knotenstellen und etliche Schleifen. Und da ist jetzt wesentlich, was kann man da jetzt drüber lernen? Und da betrachten wir zunächst einmal die Knoten, die Netzknoten. Und da ist es relativ einfach, sich klarzumachen, was an diesen Netzknoten, an diesen Knotenpunkten passieren wird. Weil wir haben ja schon über die Ladungserhaltung mehrfach gesprochen und wenn man also davon ausgeht, Ladungen können da nicht irgendwie erzeugt oder verloren gehen, dann muss man davon ausgehen, bei einem Netzknoten muss also die Größe des einlaufenden Stroms gleich der Summe der auslaufenden Ströme sein. Wo sollen denn die Ströme sonst hinkommen? Also wegen der Ladungserhaltung weniger Ladungserhaltung ergibt sich, dass die Summe der einlaufenden gleich die Summe der auslaufenden Ströme ist. Natürlich, man kann das etwas formalisieren und kann auch die Ströme noch mit Vorzeichen versehen. Zum Beispiel kann man sich darauf einigen, wenn ein Strom zu einem Knoten einlaufend ist, dann kriegt er ein positives Vorzeichen und wenn er auslaufend ist, kriegt er ein negatives Vorzeichen. Und in der Weise kann man dann das etwas anders schreiben, einfach die Summe über alle Ströme, Summe über K, über alle Ströme noch mit Vorzeichen plus oder minus IK muss gleich 0 sein. Wobei wir jetzt also plus IK wählen für einen einlaufenden Strom und minus IK für einen auslaufenden Strom. Und diese einfache Gesetzmäßigkeit nennt man die Knotenregel oder das erste Kirchhoff-Gesetz. Erste Kirchhoffsche Gesetz. Na, Sie sehen schon, hier haben wir zwei Knotenstellen. Na, können wir das auf zwei Knotenstellen anwenden? Aber Sie sehen auch, bei der oberen Knotenstelle, da ist I1 auslaufend und I3 auslaufend, dafür I2 einlaufend, so haben wir dann plus I2 minus I1 minus I3 ist gleich 0. Da unten ist es gerade umgekehrt. Das, was dort auslaufend ist, ist da einlaufend und umgekehrt. Da haben wir dann plus I1 plus I3 minus I2 ist gleich 0. Das ist keine neue Gleichung. Man kriegt die eine durch die andere, indem man sie mit minus 1 multipliziert. Also nicht alle Knotenstellen liefern wirklich was Neues. Das muss man sich dann anschauen. Es ist in dem Fall alles so leicht übersichtlich, wenn es kompliziertere Netze sind, muss man sich das halt auch etwas genauer anschauen. Man schaut sich halt dann anschließend letztlich das System von Gleichungen, was man erhält, näher an
und schaut, ob da alle unabhängig voneinander sind oder ob irgendwelche miteinander linear abhängig sind oder so, und dann lässt man die halt weg. Das sieht man ja dann, wenn es um die Lösung von solchen Gleichungen geht. Aber generell kann man hier schon erkennen, dass man also mit Hilfe dieser Knotenregel Beziehungen kriegt zwischen den Strömen in den einzelnen Zweigen dieses Netzwerkes. Eine kurze Pause da mache ich jetzt. Gibt es dazu irgendeine Frage, irgendeine Unklarheit? Verständlich. Na gut. Naja, dann kann man aber weiterschauen. Wir können ja auch diese hier schon angedeuteten Schleifen betrachten. Also nach der Betrachtung dieser Knoten, dieser Netzknoten, betrachten wir jetzt Netzschleifen. Wo es bei diesem speziellen Netz hier auch drei unterschiedliche gibt. Ja, und da ist natürlich wichtig, wenn man sich irgendeinen solchen geschlossenen Weg anschaut in diesem Gleichstromkreis, da geht man ja, wir sind im Gleichgewicht, bei einem stationären Zustand, es ändert sich nichts mehr, das ist einfach eine bestimmte Anordnung von Spannungen und Widerständen und es stellen sich bestimmte Ströme ein. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel von einem bestimmten Punkt längs dieser Schleife ausgehen, dann wird es hier einen Spannungsabfall geben, einen anderen Spannungsabfall. Andererseits wird über diese Spannungsquelle eine Spannung erzeugt, aber sie enden ja letztlich wieder an derselben Stelle, am selben Potenzial. Das heißt, alle diese verschiedenen Spannungen, die da drinnen sind, müssen sich entsprechend zu einer gesamten, muss der, beim Durchlauf der ganzen Schleife muss das sich auf Null einstellen. Also letztlich, wenn man die Widerstände und die Spannungsquellen noch separat betrachtet, erhält man in einer geschlossenen Schleife welche auch immer in dem Netz, dass die Summe über alle Spannungen gleich Null sein muss. Weil sie ja letztlich wieder an derselben Stelle, auf demselben Potenzial ankommen, wenn sie die Schleife komplett durchlaufen haben. Und das kann man jetzt so formulieren, dass wir eben einerseits die Spannungsquellen hernehmen und andererseits die Spannungsabfälle an den einzelnen Widerständen. Und daraus kriegt man dann wieder etwas mehr formalisiert, als wir es auch hier gehabt haben. Zuerst haben wir das so aufgeschrieben, dann haben wir es etwas formalisierter aufgeschrieben. Jetzt schreiben wir das auch etwas formalisierter auf, indem wir schreiben, die Summe über alle Spannungen in dem System, die an Spannungsquellen abfallen, also die Summe über K, UK, also in einem solchen, in der Schleife ist nur eine Spannungsquelle. Nimmt man aber die ganze Schleife, sind zwei Spannungsquellen drinnen. Also können ja mehrere Spannungsquellen drin sein, wobei wir, so wie bei den Strömen, auch bei den Spannungen jetzt Vorzeichen festsetzen. Wenn wir so wie hier bei der Sperrschleife zum Beispiel die von Plus nach Minus so durchlaufen, also dass bei dieser Durchlaufungsrichtung durch die Spannungsquelle hindurch wir von Minus nach Plus laufen, setzen wir sie dort positiv ein. Würden wir in der anderen Richtung diese Schleife orientieren, dann gehen wir in der anderen Richtung vor. Also, wir können so hier die Spannungen mit Vorzeichen versehen. Also schreiben wir daher gleich plus UK,
Das bedeutet, dass die Durchlaufung durch die Spannungsquelle hindurch von Minus nach Plus ist. Minus nach Plus. Ich weiß, dass das heikel ist, man muss aufpassen. Ich meine es nicht hier von Minus nach Plus, sondern durch die Spannungsquelle hindurch von Minus nach Plus. So ist das hier gemeint. Und wenn man die Durchlaufung umgekehrt setzt, setzt man Minus UK, da ist dann die Durchlaufung von Plus nach Minus bei dieser Spannungsquelle. Und auf der anderen Seite müssen dann alle Spannungsabfälle an den verschiedenen Widerständen in dem Kreis, da sind es zum Beispiel zwei, und wenn man das Ganze nimmt, hat man dann auch zwei, können natürlich bei allgemeineren, schwierigeren, komplizierteren Netzen auch mehr sein. Da hat man dann eine Summe über L und M und da hat man einerseits die verschiedenen Ströme plus oder minus IL multipliziert mit dem entsprechenden Widerstand RM. Und diese Ströme, die muss man natürlich jetzt auch wieder entsprechend mit Vorzeichen versehen. Und das machen wir so, dass wir sagen, wenn unsere festgelegte Durchlaufungsrichtung einer solchen Schleife zusammenstimmt mit der Stromrichtung, dann setze ich ihn als Plus I ein. Wenn dagegen hier meine Durchlaufung gegen die Stromrichtung läuft, setze ich ihn negativ ein. Also ich schreibe daher plus IL, wenn die Durchlaufung gleichsinnig mit der Stromrichtung ist. Und minus IL, wenn die Durchlaufung gegensinnig zur Stromrichtung ist. Und mit diesen beiden Gesetzmäßigkeiten kann man das Netz durchrechnen. Diese Gesetzmäßigkeit, ich schreibe es vielleicht da oben hin, ist das zweite Kirchhoff-Gesetz. Man nennt die da herüben auch oft die Knotenregel, weil sie sich auf Netzknoten bezieht, die hier die Schleifenregel, weil sie sich auf Netzschleifen bezieht. Na, da haben wir hier also für dieses Beispiel drei so Schleifen. Das heißt, das liefert einem dann drei so Gleichungen. Na, und dann haben wir da zwei Knoten. Zwei Gleichungen sind fünf Gleichungen. Na klar, dass das zu viel ist. Weil es sind ja nur drei unbekannte Ströme in dem System, die wir bestimmen können. Na, bei der Knotenregel haben wir schon gesehen, der zweite Knoten liefert nichts Neues mehr, wenn wir den ersten schon ausgewertet haben. Fällt eine weg, die also nichts Neues liefert. Und wenn man sich also das mit den drei Schleifen anschaut, erkennt man dann auch, dass also von diesen drei Gleichungen wieder eine überzählig ist. Sich also durch Linearkombination der anderen Gleichungen ergibt, fällt auch wieder weg. Damit haben wir einen Knoten, den wir nicht auswerten können, weil er nichts Neues liefert, und eine Schleife. Und damit bleiben ein Knoten und zwei Schleifen, die wirklich was bringen. Das liefert dann in dem konkreten Fall drei lineare Gleichungen. Naja, und ganz einfach, drei
lineare, simultane lineare Gleichungen zu lösen. Da kann man entweder sehr ein bisschen herumspülen mit Substituieren und Einsetzen und so weiter, herausrechnen, oder man macht systematisch, indem man mit Determinanten vorgeht, wie man heute halt so aus der Algebra das Lösen linearer Gleichungen kennt. Das brauche ich Ihnen hier nicht näher erläutern. Aber etwas muss ich Ihnen schon noch erläutern. Weil nämlich man muss sich jetzt dann überlegen, wie man hier wirklich den Berechnungsvorgang durchführt. Bevor ich das aber mache, schreibe ich Ihnen noch für eine ganz einfache, also geradezu symptomatisch einfache Schleife, diese Schleifenregel auf und illustriere Ihnen damit die Sinnhaftigkeit dieser Vorzeichenkonvention. Bei der Knotenregel war das mit den Vorzeichen ja völlig selbstverständlich. Wenn man das so aufschreibt, ergibt sich das genauso, wie ich es da oben hingeschrieben habe, Summe einlaufend gleich Summe auslaufend. Hier ist das nicht so selbstverständlich. Und deswegen mache ich eine kleine Illustration. Zur Schleifenregel. Indem man eine besonders einfache Schleife betrachtet und nachschaut, ob die Schleifenregel auch was Vernünftiges liefert. Also die Schleife ist nichts anderes als eine Spannungsquelle und ein Widerstand. Großartige Schleife. Diese Spannungsquelle wird mit U bezeichnet und hat also da eine Polarität natürlich von Plus nach Minus und da drinnen ist ein Widerstand. Und man kann sich natürlich überlegen, das denkt man sich natürlich gleich, dass das von Plus nach Minus hier so durchlaufen wird. Da drinnen ist also so der Strom I, der geht da wieder zurück, gibt nur einen Strom in dieser Schleife. Na und jetzt schauen Sie, was wir machen. Wir orientieren die Schleife, indem wir also zum Beispiel da naturgemäß hier diese Schleifenorientierung so wählen. Und jetzt schauen Sie, was wir bekommen, wenn wir da wirklich ganz formal, wie ich es hier gesagt habe, verfahren. Summe über die Spannungen, da ist nur eine. Ist gleich Summe über alle I mal R, ist nur einer. Also die Summen können wir uns für den Fall schon sparen. Es ist ja sehr, sehr einfach, dieses Beispiel. Aber, was haben wir jetzt? Man setzt plus UK ein, oder U halt, wenn die Durchlaufung von Minus nach Plus erfolgt. Tatsächlich, für diese Durchlaufung geht es von Minus nach Plus durch diese Spannungsquelle hindurch. Also die die Schleifenregel ergibt, dass also U gleich ist und auf der anderen Seite steht I mal R, wobei das I positiv zu nehmen ist, wenn die Durchlaufung gleichsinnig mit der Stromrichtung ist, negativ gegensinnig. Na, die Stromrichtung haben wir hier da so eingezeichnet, die Durchlaufung ist gleichsinnig. Also steht da hier plus I mal R. Also plus U ist plus I mal R. Und das ist das Ohmsche Gesetz, wie es dort oben steht. Vorzeichen war richtig. Aber Sie könnten natürlich auf die etwas abstruse Idee kommen, dass die Durchlaufungsrichtung so durchgeführt wird. Na, dann durchlaufen Sie die Spannungsquelle von plus nach minus. Und wenn man es von Plus nach Minus durchläuft, kriegen wir ein Minus UK, also in dem Fall ein Minus U. Und auf der anderen Seite ist es aber dann auch entgegen der Stromrichtung durchlaufen. Und das bedeutet dann auch ein Minus I. Also haben wir hier ein Minus I mal R. Und das ist dasselbe. Wenn Sie die zweite mit minus 1 multiplizieren, kriegen Sie die erste gleiche heraus. Es passt also. Also ist diese Vorzeichenkonvention, wie ich sie da oben festgesetzt habe, in Übereinstimmung mit so einfachen Beispielen und damit generell sinnvoll.
Aber damit ist noch immer nicht wirklich gesagt, wie man jetzt vorgeht bei der Berechnung. Weil man weiß ja im Allgemeinen nicht, auch bei dem einfachen Netz da oben nicht überall, so genau, in welchen Richtungen die Ströme überhaupt fließen. Und da habe ich das also so apodiktisch eingezeichnet und Sie sagen, na gut, er wird schon wissen, was er macht. Aber woher weiß ich es denn im Allgemeinen? Natürlich nicht. Und wenn man also bei einem komplizierteren Netzwerk eben gar nicht weiß, wie die Orientierung der Ströme in den einzelnen Zweigen dieses Netzes wirklich sind, dann muss ich Annahmen machen. Und meine Ergebnisse zeigen dann, ob die Annahmen richtig oder falsch waren. Naja, es gibt ja nur so oder so. Der Strom kann nur in der einen Richtung oder in der Gegenrichtung so einen Zweig durchlaufen. Und wenn dann also beim Ergebnis, wenn man diese Gleichungen, diese Linearen alle löst, dann rauskommt, dass ein Strom negativ herauskommt, dann fließt er eben in der Wirklichkeit in der Gegenrichtung. Was tut man also? Ganz einfach. Wir gehen so vor, dass wir als erstes einmal im ersten Schritt eine willkürliche Festlegung, eine willkürliche Orientierung jeder Spannungsquelle das sind die UI, und jedes Leiterstückes. Vornehmen. Wobei man natürlich bekannte Orientierungen berücksichtigt. Wenn ich schon weiß, aus der Art, wie ich es zusammengeschaltet habe, wo Plus und Minus bei der Spannungsquelle ist, dann schreibe ich das natürlich richtig hin und orientiere die Spannungsquelle natürlich so, wie sie wirklich orientiert ist. Aber insbesondere bei den Strömen weiß ich das ja im Allgemeinen nicht. Daher kann ich da nicht auf irgendwas Rücksicht nehmen. Aber letztlich ist es egal. Man kann es orientieren, wie man will. Kommt halt am Schluss dann die Spannung negativ heraus. Also so macht man einmal eine erste Orientierung. Und dann als zweiten Schritt geht man also davon aus, dass man die erste Kirchhoff-Regel anwenden, und zwar unter Berücksichtigung auf der entsprechenden Orientierungen hier. Anwenden auf alle Knoten. Und natürlich letztlich drittens die zweite Kirchhoff-Regel anwenden auf alle Schleifen. Da kriegt man also eine Anzahl von Gleichungen, die zum Teil auch redundant sind. Man sucht sich halt dann die alle heraus, die man brauchen kann. Also im Fall des obigen Beispiels bleiben dann 3 Gleichungen stehen. Und die Interpretation der Ergebnisse ist dann klar. Denn wenn jetzt die Spannungen größer 0 sind und die Ströme gleich größer 0,
dann bedeutet das, die tatsächliche Orientierung ist so wie die willkürlich angenommene. Tatsächliche Orientierung ist gleich der willkürlich angenommenen Orientierung. Nun andererseits, wenn die kleinen Null sind, dann entgegengesetzt. Also wenn die UK kleiner als Null oder die IL kleiner als Null sind, dasselbe entgegengesetzt. Also wenn Sie Ihr Gleichungssystem lösen, dann ist es so, dass Sie auch aus den Vorzeichen etwas ablesen können. Naja, und diese Kirchhoff-Gesetze, die kann man jetzt auf verschiedene einfache Systeme anwenden und wir werden als erstes dann zur Anwendung der Kirchhoff-Gesetze die Situation in Serie geschalteter oder parallel geschalteter Widerstände betrachten. Nachdem ich sie aber jetzt mehrfach schon über die Zeit hinaus beansprucht habe, heute ist es einmal 4 Minuten vor Viertel, mache ich 4 Minuten früher Schluss und mache daher mein Zeitguthaben wieder etwas, also meine Zeitschulden etwas geringer. Dankeschön. Herr Professor, Sie haben das im Auto.